Hallihallo Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big Cheese Tintenkiste. Und heute möchte ich euch gerne wieder mal eine Leihgabe zeigen. Ja, ich bin immer sehr froh, wenn ich so ein paar Sachen zum Ausprobieren zugeschickt bekomme. Diesmal vom lieben Christoph Meier von Himmelstierpens, der auch immer sehr neugierig ist und sich auch nicht scheut, auch mal die Konkurrenz auszuprobieren. Ein Start-up-Unternehmen, hier in dem Fall Stilform. Stilform, ein Füllerhersteller auch aus Deutschland, die wohl hier, wie man es sehen kann, wohl bei irgendeinem Wettbewerb oder was mitgemacht haben und gewonnen haben, ja, finde ich auch völlig zu Recht, ja. Ist ein Startup-Unternehmen, wie gesagt. Die haben schöne Designs. Es gibt den Füller quasi jetzt hier, oder die machen zumindest, was ich jetzt gesehen habe, Füller in zwei Varianten. Einmal aus Titanium, das ist dann hier vermerkt auf der Verpackung, oder aus Aluminium. Je nachdem, welches Material, müssten die halt auch unterschiedlich schwer sein, ja. Der Füller Ink, ja, so heißt das Modell Ink, ja, also der Stilform Ink aus Titan. Wenn wir den jetzt hier herausholen aus der Verpackung, dann liegt der hier in so einer weißen Socke, quasi kann man sagen, bedruckt mit dem Spruch Gravity begins with a pen. Ein Spruch, den ich befürworten kann, denn ich finde, wenn man gerade so in diesem Hobby drinne ist, merkt man immer wieder, ja, wie unterschiedlich Designs doch sein können. Ja, groß, klein, dick, dünn, leicht, schwer, große Feder, kleine Feder und so weiter und so weiter. Materialien und so weiter. Ja, und wenn wir jetzt den Füller hier aus dieser Socke quasi herausholen, zeigt uns hier quasi das gesamte Bild von diesem schönen Füller Stilform Ink aus Titanium. Ja, sehr, sehr schöner Füller, wie ich finde. Man merkt gleich, was fehlt, nämlich ein Clip. Ja, den kann man optional mit dazu bestellen, wenn man das möchte. Brauchen tut man es aber nicht, weil man sieht es ja hier durch diese Form, wo nicht ganz rund ist quasi, weil an den oberen und unteren Bereich ist hier weggefräst, weggeschnitten. Somit haben wir generell schon mal so einen kleinen Rollstop, ja, der auch mal dann irgendwann einsetzt. Vorausgesetzt, die Kappe sitzt völlig gerade. Die Stilform bewirbt auf seiner Homepage, die ich euch gerne in meiner Videobeschreibung verlinke, ja, damit, dass der Füller mit einer Magnetkappe verschlossen wird, was man ja hier auch sehen kann. Wir haben also kein Gewinde, was stört. Wir haben kein Klickgeräusch in Form von, das klemmt jetzt irgendwo in der Kappe ein oder so, sondern das ist wirklich ein Mechanismus mit einem Magnetverschluss, ja, und ähnlich wie man es auch schon bei anderen Füllern kennt, zum Beispiel, ne, Visconti kennt man das zum Beispiel, Pineda macht sowas auch in der Art, und aus Deutschland hier eben auch in dem Fall jetzt auch. Ich finde, also auf der Homepage haben sie das gezeigt in dem Video, dass wenn man jetzt die Kappe aufstecken möchte, dann tut sich quasi die Kappe von selbst in die richtige Richtung aufsetzen. Das probieren wir jetzt gerade aus. Aha, okay. Also hier merke ich einen Widerstand. Das geht dann wohl nicht. Erst wenn ich quasi den Füller drehe, dann passiert das, ja. Also der zwingt mich quasi, was ja auch eigentlich ganz gut ist eigentlich, ne, dass ich hier zumindest ansatzweise in die richtige Richtung mit der Kappe komme. Ja. Und das finde ich ganz super. Okay, also auf der Werbung, auf dem Werbespot, auf der Homepage heißt es, man dreht das Ding einfach und dann kann man die Kappe abmachen, ist aber gar nicht nötig, ja. Nur beim Zumachen ist es, glaube ich, ein bisschen förderlicher, wenn man das so machen würde. Egal. Ist ein Füller aus, wie gesagt, aus Titanium. Und das wiegt auch ein bisschen was. Und was das so wiegt, das zeige ich euch mal hier gerade auf der Haushaltswaage von der lieben Hicke. Also das ganze Ding, das wiegt, ja, knapp 42 Gramm und 60. Die Kappe alleine wiegt 12,36. Und
Der Füller selbst ist dabei mit ja, knapp über 30 Gramm und 2, also 30, 20, so. Ja, und es ist ein Füller, der wie auch die meisten anderen Füller oder viele Füller befüllt wird mit einem Konverter. Ja, der hier drinne sitzt, wird mitgeliefert mit einem Konverter von Schmidt, also ein sehr hochwertiger. Sieht man auch hier natürlich, der Konverter ist hier drinne, der ist schön durchsichtig. Das bedeutet, da besteht wenig Möglichkeit für die Tinte zu stocken. Das heißt, der Tintenfluss ist hier, also förderlich hier mit dem Tintenfluss, dass der immer gut fließt, dass also während des Schreibens kaum Aussetzer passieren dürften. Ja, so. Das Gewinde hier funktioniert einwandfrei. Ich höre auch kaum Geräusche, obwohl der quasi aus einem Metall ist. Bei anderen Herstellern hört man dann oft so ein Wie. Ja, wenn man schraubt. Das hört man hier überhaupt nicht. Also da ist wirklich höchste Präzision gefragt gewesen. Und das haben die echt gut gemacht, wie ich finde. Ja. Der Füller, der ist DLC coated. Ja, ich bin ja schlecht im Recherchieren, deswegen dürft ihr das gerne selbst machen. In dem Link, den ich euch poste. Ja, der Griff, der fühlt sich sehr, sehr schön an. Der ist matt, fühlt sich wunderbar an. Hier dieser Übergang zwischen dem Griff und dem Schaft ist schon spürbar, aber nicht scharfkantig. Das bedeutet, jemand, dem dieser enorme Platz hier vorne nicht ausreicht am Griff, der könnte theoretisch auch weiter hier oben greifen, muss aber nicht. Aufsteckbar ist der Füller leider nicht. Muss er auch, finde ich auch gar nicht, denn der Füller ist auch so schon absolut lang genug, wie ich finde, und liegt auch wirklich gut ausbalanciert in der Hand. Ne? Also für mich, ich könnte mir schon gut schon vorstellen, längere Sessions damit zu schreiben. Ja, und hier in diesem Titanium-Modell natürlich, was ist verbaut an Feder? Eine Titanium-Feder von Bock. Ja, und mache ich mal kurz Zoom hier hinein. Ja, einmal hier, das ist so eine Bock-Feder. Titanium sollte Federstärke Medium sein. Ja, das ist die 076, also quasi die kleine Version der Bock Titanfeder. Im Vergleich habe ich hier noch eine Bock Titanfeder, der Größe 250, also quasi eine 250er, ja, wenn man das jetzt so genau ausdrücken möchte. Ja, und ein bisschen zeigen. Ja, also, und dann natürlich gibt es noch eine weitere Titanfedergröße, wie ich sie jetzt hier auf meinem Big G's blauen Drachen habe, nämlich hier die Größe 380. Ja, da kann man dann sehen, welche drei Größen als Titanfeder es vom Bock quasi gibt. Ja, also einmal die ganz kleine hier, die 076er. Dann hier in der Mitte die 250er und hier rechts außen die große, riesige, der 380er. Ja, das nur mal so kurz am Rande. Ja. So, und hier sieht man, dass hier sieht man den Feed, also den Tintenleiter, den man auch kennt aus, also von anderen Herstellern, zum Beispiel aus Italien. Ja, ist aber nicht schlimm. Diese Tintenleiter, die werden auch alle nur zugekauft von Firmen, die das halt eben herstellen und so. Und zumindest manche machen das wunderschön. So, und natürlich muss ich wieder den Zoom rausmachen. Ja. Ja, dann will ich mal hier jetzt den Stift mal so einer Schreibprobe quasi so ein bisschen zeigen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz das Tablet ein bisschen in Stellung bringen, damit ich euch auch die Schrift so schön zeigen kann. Ja, genau. So, und dann kann ich jetzt anfangen. Also, das, meine Lieben, das ist der
Stilform, Inkfüller aus Titanium. Ich habe hier eine 0,76er Titan Bockfeder drauf. Ja, wie schon gesagt, es sollte eine Medium sein. Ich schreibe jedenfalls sehr Medium mich. Also finde ich jedenfalls, gefällt mir sehr gut. Die Tinte, das ist der Mont Blanc James Dean Rebel Red. Ja, und ich kenne es ja oft, ne, von Titanfedern, dass die sehr schön biegsam sind, also weicher als ihre Genossinnen und Genossen aus Gold oder aus Stahl, kann ich hier definitiv auch unterschreiben. Ich bekomme hier ein schönes Maß an Linienvarianz heraus, wie ich finde. Ich habe auch komischerweise mit dem Tintenleiter noch keine Probleme gehabt damit. Ja, also die Feder der Tintenleiter stellen sich wesentlich weniger zickig an als meine 380er Titanfeder, die bei meinem Himmelstier Big G's blauen Drachen quasi verbaut ist. Dennoch aber, man kann hier sehen, dass die Linienvarianz schon recht hoch ist, wenn man das wollen würde. Ja, was so den Tintenfluss betrifft, kenne ich das auch gar nicht anders, dass das einen guten Tintenfluss hat. Gerade aus Titanfedern kommt eine ganze Menge heraus, ja. Also da kann man eine richtig schöne Sauerei hier machen, wenn man das will. Ja! Okay. Sorry, das war jetzt ein kurzer Anflug von Herumspinnen. Okay, ja gut, also wie gesagt, die Feder schreibt, wie ich das jetzt von anderen Titanfedern von Bock kenne. Ich höre ein gewisses Feedback, aber es ist ganz weit weg von Kratzen. Also es ist definitiv kein Kratzen, es ist definitiv nur ein Feedback, ja, die Feder schreibt soweit eigentlich sehr smooth, muss ich sagen. Völlig ohne oder so gut wie keinen Widerstand auf dem Papier zu spüren, gefällt mir unheimlich gut. Ich bin mir nicht sicher, wie das Stilform in der Fabrik macht, quasi. Wenn die ihre Füller da herstellen, ob sie da vielleicht ihre Feder noch mal kurz kontrollieren, bevor sie die quasi an den Kunden verschicken. Ich finde aber wirklich, er schreibt sehr toll, und das macht dann auch im Preis bemerkbar, ja. Preislich sind wir bei dem Füller bei derzeit kostet der ja knapp 265 Euro. Direkt auf der Homepage kann man den sich bestellen, also in verschiedenen Farben, aus verschiedenen Materialien, Federstärken. Ja, muss ich sagen, ich finde, also ich persönlich, ich finde, dass der Füller den Preis wert ist, ja. Gerade weil er halt eben auch so gut schreibt, ist es ein neues Design, was ich so noch nicht wirklich gesehen habe. Er greift sich sehr gut. Er fühlt sich gut an, er schreibt bombig gut, ja, und selbst diese kleinere Feder quasi macht in diesem Griffstück echt was her.
Ja, könnte man natürlich auch wieder austauschen. Ja, bei Bock gibt es ja hier diese Federaggregate. Wenn man das austauschen wollen würde, schraubt man einfach heraus, macht ein anderes Griffstück, also Federstück hier hinein und man kann gleich loslegen. Ja, so aber finde ich, ist das Stilform sehr, sehr gut gelungen. Würde ich empfehlen, würde ich mir auch selber kaufen, wenn ich gerade die Kohle dafür hätte. Ja, und gut, Freunde, dann glaube ich, bin schon wieder am Ende für heute. Ah, nee, Quatsch, hier, logisch. Mensch, da sagt aber auch keiner was von euch. Natürlich hier der Füllergrößenvergleich, ne? Also, der Stilform Ink. Ja, verglichen mit dem Lamy Allstar. Hier haben wir dann noch einen Pelikan M200. Das sind ja so meine typischen, üblichen Füllergrößenvergleichsfüller quasi. Dann hier Kaweco AC Sport. Ja, alles deutsche Fabrikate. Verglichen aber hier mit einem noch kleineren Pocket Pen, nämlich hier aus den Staaten Schon Design Pocket 6. Ja, und um dann auch gleich mal so die Federgrößen zu zeigen. Hier der Stilform Ink, dann hier der Lamy Allstar, der Pelikan M200, der Kaweco AC Sport und der kleinste hat die größte, in dem Fall jedenfalls, der Schon Design Pocket 6. Ja, und ich zeige euch auch gerne noch einmal kurz die anderen Titanfedern, die ich jetzt hier noch so habe. Nämlich hier von Himmelstier, der Wüstenfuchs. Ja, eine Kundenanfertigung für den lieben Clemens. Dem gehört der Füller, den darf ich reviewen und dann wieder zurückschicken. Und dann haben wir hier noch meinen Himmelstier, Big G's, blauen Drachen. Ja, ich will mal gucken, hier vielleicht ein bisschen so aligned, dass ich die Feder so ungefähr. Kann man das erkennen? Ich denke schon, oder? Also da kann man jedenfalls erkennen, so die Unterschiede, die 076er, die 250er und die 380er. Ja. So, dann nee, das wieder zurück. Das will ich, genau. Okay. So, Freunde, jetzt aber. Habt ihr mich lang genug aufgehalten? Nein, Spaß. War nur ein Scherz. War nur ein kleiner Scherz. Ich bin doch hier gern mit euch. Ne? Okay, Freunde. Also, wie gesagt, das war dann das Review für heute von dem Stilform Inkfüller aus Titan. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Lieber Christoph, herzlichen Dank. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten gerne auch auf der Homepage von Stilform nachschauen. Vielleicht findet ihr auch was Schönes für euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.